Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. Und in der letzten Folge haben wir diesen kleinen Bienenpark hier gebaut oder Bienengarten, wie auch immer. Und da ist mir aufgefallen, dass es eigentlich voll viel Spaß macht, so Sachen zu dekorieren. Und dann ist mir auch wieder aufgefallen, dass hier ja irgendwie alles noch nicht so toll aussieht. Und dementsprechend werden wir in dieser Folge mal so ein bisschen die Welt verschönern. Und dass das Ganze halt ein bisschen cooler aussieht, weil das hier ist mir echt eigentlich ganz gut gelungen, finde ich zumindest. Ganz entspannt und naja, wir haben hier vorne halt, ne, was haben wir hier? Rasen und sonst nichts. Das wollen wir jetzt ein bisschen ändern und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, was ich mir so überlegt habe. Also erstmal habe ich hier diesen fetten Klotz, der hier noch war, auch noch weggehauen. Und hier habe ich überlegt, könnte man vielleicht so einen kleinen Stall hinbauen. Das bedeutet, der geht dann so in diese Richtung und da haben wir dann noch so Auslaufgehege eben für die Schweine und für die Schafe und für die Kuh. Beziehungsweise müssten wir eigentlich nochmal eine Kuh hier irgendwie hinkriegen. Dann würde ich sagen, machen wir den Weg hier gleich noch ein bisschen hübscher. Wir müssen hier vorne noch ein bisschen was machen und da könnte man hier vielleicht irgendwie eine Treppe irgendwo hinbauen, aber oder einen Weg vielmehr, der dann halt hier, keine Ahnung, irgendwo hingeht, aber auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen runter. Dann habe ich mir noch überlegt, dass man hier vielleicht so eine, wie nennt man das, so eine Reling halt macht, sowas wie hier, dass man halt so einen Zaun drumherum hat, damit man hier nicht runterfällt und dass wir hier unten dann alles auch noch ein bisschen cooler machen, die Bäume weg, dass das Wasser dann hier ein bisschen dichter rankommt, dass es halt wirklich so aussieht, als wäre das hier so ein Felsen und dass wir nicht hier unten noch diese Fläche haben. Und hier unten haben wir auch noch das Höllenportal. Da würde ich dann vielleicht so einen coolen, gruseligen Eingang bauen, wo man dann in so eine Höhle kommt, wo dann halt das Höllenportal ist. Und da können wir dann vielleicht auch noch so einen Weg hier hinbauen, so eine steile Treppe oder sowas, die irgendwie nach oben geht. Da wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Dann verbinden wir natürlich hier den Fluss mit dem See oder mit dem anderen Fluss halt. Und dann haben wir da vorne noch den Beacon. Und da habe ich mir überlegt, dass wir hier halt so einen kleinen See hinmachen, so einen kleinen Teich, wo man dann vielleicht noch so ein Pavillon hat oder so eine Sitzbank oder sowas, wo man da hingucken kann. Und da hinten weiß ich noch gar nicht, vielleicht lassen wir das hier auch erstmal einfach nur Bäume. Was wir natürlich auch noch brauchen, sind Brücken, diverse Brücken. Also wir brauchen hier noch eine Brücke. Wir müssen da, habe ich mir überlegt, machen wir doch noch so ein Geländer ran hier an diese Brücke. Und dann brauchen wir natürlich da hinten auch noch eine vor dem Dorf, wo gerade das Pferdchen ist. Das können wir eigentlich auch nochmal zum Stall reiten nachher. Und hier vorne können wir auch noch ein bisschen was hinbauen. Und dann halt natürlich hier Wege und Blumenbeete und sowas alles. Das kommt natürlich dann hier hin. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt an. Und ich würde sagen, das erste, was wir machen, ist erstmal hier hinten alles fertig. Dann haben wir nämlich den Bienenpark schon mal komplett fertig. Und zwar machen wir zunächst einmal hier noch so ein bisschen Weg. Das ging ja letztes Mal nicht, weil das hier alles noch Dirt war und noch nicht begrast. Man kann ja nur Gras zu so einem Weg hier machen. So, und ich würde sagen, das reicht eigentlich schon fast. Vielleicht hier noch ein bisschen was hin. Und es gibt übrigens schon wieder eine neue Minecraft-Version. Also jetzt ist nicht mehr die 1.15, sondern scheint die 1.15.1. Und es gibt immer noch kein Optifine, das bedeutet, es laggt immer noch so ein bisschen. Und wir können leider keinen Shader benutzen, aber ja, irgendwann kriege ich das schon wieder hin. So, und dann gucken wir mal, was wir hier so alles haben. Das hier brauchen wir auf jeden Fall. Brauchen wir noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich nehme noch mal ein paar Steine mit so. Dann können wir nämlich jetzt hier erstmal noch ein paar von diesen hier bauen. So, und dann machen wir nämlich hier auch noch mal so ein Geländer hin, wie wir es hier auch gemacht haben. So, machen wir dafür so und so. Dann hier gegen noch mal, oder wobei? Der hier muss anders sein. Den habe ich falsch gemacht. Der muss natürlich so sein. Dann machen wir von hier dagegen nochmal eins. Dann sieht das eigentlich ganz cool aus. Was ich mir überlegt habe, ist, dass wir das ja auch nochmal kurz wegmachen und Weg hinmachen. Und dann geht das hier nämlich runter, weil hier können wir jetzt so einfach Zauntore hinstellen, die ich glaube ich habe oder nicht. Nee, habe ich nicht. Nee, okay. Dann schaffen wir uns die auch nochmal schnell. Aber ich glaube, ich mache die lieber aus diesem Holz hier, weil ich meistens mit diesem Holz arbeite und dementsprechend ja, wäre das halt ein bisschen cooler. Ging das so? Ja, das ging so. Brauche ich aber noch mehr davon, zack. So. Hier können wir nämlich die hier noch hinstellen. Dann haben wir auf dieser Seite schon mal so eine Zombie-Sicherung, mehr oder weniger. Das könnte man natürlich jetzt auch noch machen, dass hier halt keine Viecher reinkommen. Dann müsste ich hier nur noch ein paar Blöcke vielleicht draufsetzen. Naja, das können wir ja später dann noch machen. So, ansonsten bin ich hier soweit, glaube ich, eigentlich durch. Man könnte natürlich hier vielleicht noch irgendwas hinmachen. Da müsste ich noch überlegen, was man da hinmachen kann. Und diese Schaukel muss natürlich noch kommen. Aber ansonsten können wir jetzt eigentlich schon mal hier den Stall anfangen. Und den würde ich tatsächlich so ein bisschen ähnlich bauen wie den wir schon mal gemacht haben, nur halt in etwas kleiner. Das bedeutet, dass wir, ich guck mal kurz, ob ich hier die Holzart habe, die ich gerne zum Bauen benutzen würde. Nee, habe ich nicht, okay. Nehmen wir erstmal Cobblestone so. Und das würde ich dann so machen, dass man hier quasi die Ecken hat. Die gehen dann meinetwegen bis hier vielleicht. Wie viel haben wir da jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir brauchen aber eine ungerade Zahl. Also machen wir 9 daraus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, so reicht das dann. Ja, vom Platz her müsste das hier reichen. Und dann machen wir nämlich hier einfach in der Mitte. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir dann so einen kleinen Gang, würde ich sagen. Dann ist hier nämlich eine Abtrennung. Und hier ist eine Abtrennung. Und hier.
Und dann geht's hier halt in diese Richtung. Und dann gibt's hier noch so ein kleines Außengehege, so wie es jetzt halt auch ist. Damit die halt nicht nur drinnen chillen müssen, sondern auch raus können, wenn sie möchten. Und dann haben wir hier halt noch so einen Weg, in den wir reingehen können. Und dann hier vielleicht noch eine Leiter nach oben und dann haben wir da Stroh und sowas. Ich glaube, das würde ganz cool aussehen. Und dann hier, wie gesagt, halt den Auslauf. Und dann haben wir hier dann noch einen Weg, den wir hier lang machen können, würde ich sagen. Und ich weiß auch nicht, ob wir das Feld hier noch ein bisschen hübscher bauen, weil irgendwie das sieht so gerade aus und so weiter. Das ist halt noch so eine Standard-Anfangsform, dass wir die vielleicht auch noch ein bisschen runder bauen, ein bisschen cooler, ein bisschen durcheinander, weil ich das eigentlich immer nice finde. Und dann können wir ja sonst hier vielleicht auch noch so ein kleines Feld hinbauen, damit das Ganze so ein bisschen, ja, nicht mehr so linear ist halt, wie es jetzt hier ist. Und dann machen wir hier natürlich noch den See. Und damit würde ich sagen, fangen wir jetzt auch mal direkt an. Ja, weil das halt so das Erste ist, was wir halt easy machen können eigentlich. So, Wassereimer haben wir natürlich nicht am Start. Das muss ich dir nochmal holen gehen. Und ich überlege noch, was wir da hinten machen. Ich habe schon eine Idee. Aber erstmal, ja, weil wir haben hier sogar Wassereimer. Das ist ja absolut nice. So, wartet ihr noch da so. Dann brauchen wir jetzt nur noch einmal schnell Wasser. Nehme ich mal von hier, zack. Dann würde ich sagen, machen wir... Also ich würde es so machen, dass man halt in der Mitte diesen Strahl hat, der nach oben geht. So vielleicht. Und dann können wir dann noch blaues Glas eigentlich hin tun. Weil dann, oder blaues Glas, ja doch, nehmen wir blaues Glas. Weil dann sieht der Strahl nämlich so aus, als würde er tatsächlich aus dem Wasser rauskommen. Das wäre, glaube ich, eine ziemlich coole Idee. Dafür müssen wir natürlich dann erstmal noch ein bisschen Sand brennen. Ich glaube, man braucht mindestens 8 dafür für buntes Glas. So, okay, da haben wir noch Gold sogar. Schnapp ich mir auch nochmal. Und dann brauchen wir natürlich hier einen Lapis, das können wir nämlich zum Färben benutzen dann. So, und dann brennen wir das Eis, das Glas brennen wir dann oben mal. Und dann kümmern wir uns schon mal um den See oder um den Teich vielmehr. Oh, hier haben wir auch noch ganz schön geiles Zeug. Schmeiß ich mal drüber rein. So. Und dann kommt da das Glas drauf. So, und dann können wir das hier eigentlich schon mal... Ich leuchte das trotzdem nochmal ausdauern, nicht, dass da irgendwas spawnt. So. Zack, zack, zack. Dann können wir das hier nämlich erstmal zubauen. Das hier wird dann so quasi die untere Ebene. Wir machen den dann insgesamt auf 2 Ebenen, würde ich sagen. Und dann können wir hier so eine Form vielleicht irgendwie machen. Die dann halt irgendwie so vielleicht ist. Okay, hier kann sie eigentlich nicht so weit hin. So könnte man es schon fast lassen. Ich mache mal den nochmal weg und den hier auch nochmal. Ja, wobei, jetzt sieht es komisch aus, oder? Ich mache mal so. Und die hier wieder zu. Ich denke, so kann man den lassen. Und das Ganze muss dann noch ein höher. Wir wollen es ja 2 machen, wie gesagt. So. Dann haben wir hier schon mal den See. Den wir dann natürlich nur noch ein bisschen befüllen müssen. Und dann machen wir noch Sachen drumherum, wie gesagt, so eine Sitzbank und so weiter. Und jetzt sind wir auch auf der Höhe von dem Glas da vorne, also von dem Haus. Das ist natürlich auch gut. So, zack, zack, zack. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen was dran, damit das halt ein bisschen besser aussieht und nicht ganz so knapp bemessen. So, hier können wir das eigentlich alles zubauen. Und da könnte man hier auch tatsächlich noch so eine zweite Etage machen. Ich finde es immer cool, wenn der Garten oder an sich, wenn Häuser und Gebäude auf mehreren Etagen so sind. Weil es halt einfach ein bisschen spannender ist. So. Ich würde sagen, hier könnte man dann hier vielleicht noch so. Dann hier hin und dann haben wir schon mal den Übergang geschafft. Und dann könnte man hier vielleicht sonst auch noch so einen kleinen See da oben hin machen. Und der geht dann irgendwie hier runter oder sowas. Und da an der Seite wachsen dann Zuckerrohre und so. Ja, ich würde sagen, so sieht er eigentlich schon mal ganz gut aus. Wobei ich den hier vielleicht nochmal wegmache und dann hier zwischen nochmal 2. So. Ja, doch, so sieht er doch gut aus, oder? Da kann man doch nichts sagen. So, dann machen wir hier nochmal Cobblestone hin. Den werden wir dann gleich abbauen. Wir wollen ja nur erstmal, dass hier überall Wasserquellen sind. Und dafür muss es ja auf einer Ebene sein erstmal. Dann platzieren wir jetzt überall das Wasser. Zack, zack, zack. Und dann sieht das Ganze schon mal ein bisschen nicer aus, würde ich sagen. Und es ist auch wieder Zeit zum Schlafen gleich. Ich baue hier nur nochmal schnell den Cobblestone ab. Und dann können wir hier auch Fische reintun. Wir können hier Seegras hin platzieren. Vielleicht noch ein bisschen mehr Sand. Wobei ich eigentlich mal Sand farmen müsste wieder. Ich habe ja gesehen, wie viel Sand wir nur noch haben. Aber jetzt geht's erstmal schlafen. Okay, ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal, bis hier das ganze Gras gewachsen ist. Und so lange können wir uns ja hier überlegen, was wir machen. Das ist allerdings eine tatsächlich gute Frage. Ich würde sagen, wir machen hier vielleicht so eine Hecke tatsächlich. Ich guck mal, wie das dann aussehen würde. Ich glaube, ich habe sogar unten noch Blätter. Dann können wir nämlich so einen Weg machen. Ich nehme einfach erstmal nur Cobblestone für den Weg, damit wir gucken, wie das aussieht. Kann ich ja später dann noch ändern. Und wir haben sogar Oak Leaves, nice. Dann überlegen wir uns erstmal, wie wir das machen. Ich finde eigentlich so eine Hecke so um den Weg rum ist eigentlich immer richtig nice. Und dann könnte man hier nämlich zum Beispiel einfach so das hier noch ein bisschen wegbauen vielleicht. Zack, 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 zack. Das brauchen wir alles nicht. So. Und dann könnte man hier vielleicht so einen Weg machen, der nach unten geht.
der dann hier auf die untere Seite geht von dem Anwesen, von dem Gebiet hier. Dann lassen wir hier oben noch einen Weg weitergehen. Dann könnte man den vielleicht hier so machen. Also bedeutet, hier machen wir dann so einen Weg runter. Der geht dann nach hier. Hier nochmal ein bisschen was weg. So, zack. Dann kann man hier einmal runtergehen, dann kann man ins Haus gehen und halt hier vorne hin und so weiter. Und der andere Weg geht dann halt hier oben weiter und geht dann hier drin vorbei. Ich würde sagen, dafür machen wir hier schon mal ein paar Blöcke weg. Zack, zack, zack. Die hier kann auch nochmal weg. Vielleicht baue ich einfach mal alles so ein bisschen ab, so. Bevor hier noch mehr Melonen wachsen. So, zack, zack, zack. Das sieht auch schon mal gut aus, so. Und dann ist jetzt halt die Frage, von wo kommt man denn? Ich würde sagen, wir machen hier quasi den Eingang hin, also von hier kommt man. So, dann geht hier ein Weg hoch. Der geht dann hier lang, hier dran vorbei. Hier kann man dann runtergehen oder man geht halt oben weiter. Ich mach das hier nochmal so. Oder man geht halt oben weiter und dann kann man hier dran vorbeigehen. Und dann im Endeffekt noch da gehen, aber dafür brauchen wir nochmal ein paar Halbsteine. So, zack, zack. Das müsste eigentlich reichen schon sogar. Ich guck mal. So, also hier geht der Weg hoch. Ich würde sagen, wir machen den insgesamt 3 Blöcke breit, den Weg. Das ist eigentlich immer eine gute Breite für einen Weg. So, zack, zack, zack. Und dann machen wir den hier weiter. Also hier 3 hoch. Dann hier könnte man sonst wieder sowas hinstellen. Dann machen wir das hier noch ein bisschen breiter, würde ich sagen. Habe ich noch? Ja, ich habe noch dort. Gut. So, dann geht der Weg nämlich so. Dann kann man hier hoch, dann muss der Baum hier natürlich weg. Zack, zack. Und dann geht man hier entlang und kann dann hier nach unten gehen. Auch wieder 3 breit. Oder man geht halt hier vorne lang. Ich mache da mal ein bisschen Absperrung quasi hin. Oder warte, so mache ich das, glaube ich. Na, oder? Also hier kann man sich dann entscheiden, ob man halt hier runter geht oder ob man hier oben dran vorbeigeht. Wobei ich den dann hier vielleicht ein bisschen breiter machen müsste. Ist halt die Frage, machen wir das jetzt auf dieser Höhe oder sieht das komisch aus? Ich glaube, ich mache es erstmal irgendwie einfach so. Ich mache mal hier in der Mitte einfach so eine Hecke hin, die dann hier vorbeigeht. Den hier vielleicht nochmal so. Den so. Und den hier vielleicht tatsächlich so. Und dann machen wir den hier nämlich tatsächlich zur Treppe. So, und den hier wieder weg. So, und dann kann man nämlich hier ganz entspannt hochgehen. Und hier haben wir dann Blumen und so weiter. Und hier kann man dann auch dran vorbeigehen. Und hier kommen wir dann hier dran vorbei. Und kann dann hier Richtung Kühe und so weiter. Und die ganzen sollen ja... Das kann ich eigentlich auch nochmal machen. Ich habe sogar noch 1, 2, 3. Das reicht, glaube ich, perfekt mit dem Dingsbums. So, ich schiebe die jetzt mal alle nach da. Weil wir wollen jetzt nämlich das Ganze nur so breit machen, wie später auch sein soll. Nämlich so breit. Können wir uns nämlich besser vorstellen, wie hier der Weg nachher sein soll. Oder sein wird, was auch immer. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nämlich überall nochmal eine extra Schicht Dirt hin. Weil das sorgt nämlich dafür, dass hier auch keine Zombies mehr hochkommen. Und dass wir halt noch ein bisschen mehr Platz haben zum Bauen. So, der Hund muss natürlich auch noch hoch. Ich glaube, der kommt auch irgendwann hier hoch. So, zack. So, dann macht er mal Sitz hier, zack, perfekt. Dann können wir nämlich hier den Weg entlang machen. Tralala, und der geht dann hier vorbei. Und dann hier in diese Richtung halt. Und hier ist dann ja auch schon wieder ganz normaler Weg. Dann würde ich sagen, hüpfen wir mal hier drauf ein bisschen rum. Und ich mache jetzt erstmal den Weg und versuche mal dem eine Form zu geben. Aber ich glaube, das ist nicht so spannend, deswegen würde ich dann einfach mal schneiden. Ich habe das Ganze jetzt mal versucht zu bauen und ich würde sagen, so soll dann ungefähr der Weg aussehen. Also hier dran vorbei, hier ist dann so ein bisschen Hecke und hier können dann noch irgendwie Bäume rein oder Blumen oder sowas. Und dann geht der halt bis nach hier vorne. Hier ist dann der Stall, hier ist der Auslauf. Und dann könnte man hier wieder einen Weg machen, der dann irgendwie bis hier hingeht. Und dann machen wir hier drumherum halt ja Beete und Blumen und Zuckerrohr und alles mögliche. Und hier vorne machen wir dann einfach, ja keine Ahnung, irgendwie eine Sitzbank. Ich habe überlegt, man könnte hier eigentlich voll den coolen entweder eine Sitzbank hinmachen, wo man dann halt nach da gucken kann, oder man macht da irgendwie einen Grill hin oder sowas, das wäre auch ziemlich cool. Und hier drumherum dann einfach Bäume, so als Sichtschutz so ein bisschen. Ja, das wäre, glaube ich, das Coolste. Und was wir uns jetzt auch nochmal schnell Cooles machen, ist das bunte Glas. Vorausgesetzt, ja, es ist schon fertig, perfekt. So, dann zeige ich euch mal, also jetzt kann man hier nämlich einfach jeden Farbstoff reintun, dann kriegt man ein buntes Glas. Und mit diesem bunten Glas kann man dann schön die Farbe vom Beacon verändern. Und wird natürlich cooler aussehen, wenn hier so ein blauer Strahl rauskommt, also ihr seht schon. Das sieht doch cool aus, würde ich mal sagen. Haben wir? Nein, haben wir nicht. Wir haben keinen Bone Meal, sonst könnte ich da drin so ein bisschen Seegras machen. Und ich würde sagen, wir machen dann hier einfach so Steine hin, dann sieht das aus wieder wie so eine Felsklippe. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich nice. Erstmal natürlich hier noch ein paar Fackeln hin, damit hier nichts spawnt. Und dann würde ich sagen, ernten wir jetzt gleich einmal den ganzen Garten hier ab. Das wird aber nicht so spannend, das schneide ich dann wieder raus. Ich warte hier auch gerade, bis ein paar Bäume wachsen, damit wir halt ein bisschen Holz für den Stall hier bekommen im Endeffekt.
Und dann würde ich sagen, mache ich hier unten nachher nochmal auch noch die ganzen Bäume weg und mache da Wasser hin, weil das wird auch nicht so spannend, weil wie gesagt, ich mache halt einfach nur Bäume weg. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Ich glaube, der Stall wird noch ziemlich cool. Was konnte ich noch zeigen? Ja, natürlich die Höhle für das Höllenportal. Und dann halt noch so ein bisschen Deko, aber wie gesagt, so diese langweiligen Sachen, die mache ich jetzt mal schnell und erspare euch das. Also, bis gleich. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen gespielt, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich aufgehört hatte. Also wir haben auf jeden Fall hier unten jetzt das Wasser, falls ich euch das noch nicht gezeigt habe. Sieht natürlich noch nicht so geil aus, aber immerhin ist da schon mal überall Wasser. Dann habe ich das Ganze hier so ein bisschen erhöht und so gebaut im Endeffekt, wie ich es haben möchte. Ich habe hier schon mal so eine kleine Steinwand gebaut oder Mauer vielmehr oder weiß auch mal, wie man das nennen möchte halt. Und sowas soll dann hier im Endeffekt einmal drumrum sein. Das bedeutet hier auch noch. Ich habe noch ein bisschen Holz gefarmt, da haben wir jetzt auch schon mal einiges für. Und außerdem, ja, ansonsten, hier soll halt eine Treppe irgendwie runter, die dann hier dran vorbeigeht und dann im Endeffekt da unten irgendwo ankommt. Ja, aber ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr gemacht und ich glaube, das war auch alles. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt schon mal hier ein bisschen mit dem Haus an. Und zwar brauchen wir dafür diese Blöcke natürlich. Ich sortiere erstmal kurz ein bisschen aus, was wir alles nicht mehr brauchen. Zack, 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 das brauchen wir alles erstmal nicht. Wir brauchen jetzt erstmal nur auf jeden Fall diese ganzen dunklen Blöcke. Wo ist meine Schaufel jetzt denn da? Zack, haben wir hier noch was. Hier haben wir auch noch ein bisschen was davon. Aber ansonsten brauchen wir, glaube ich, erstmal nichts. So, ich würde sagen, wir bauen jetzt auch in der Nacht, weil hier müsste eigentlich alles ausgeleuchtet sein. Ausgeleuchtet habe ich auch. Ich hoffe, dass das funktioniert, deswegen werden wir das Ganze jetzt mal testen. Und zwar würde ich sagen, machen wir das Ganze so ähnlich wie den da hinten, den wir im Dorf gebaut haben, aber nicht so hoch. Das bedeutet, wir schnappen uns hier erstmal noch ein paar davon. Zack, und dann brauchen wir auf jeden Fall noch Zäune davon. Habe ich nämlich gar nichts. Und zwar so. Das müsste, glaube ich, erstmal reichen. Dann machen wir noch ein bisschen Holz. Und eine Leiter kann eigentlich auch nicht schaden. Machen wir mal 9 Stück. Das müsste auf jeden Fall reichen. So. Also, wir bauen das Ganze so ähnlich. Und zwar machen wir hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir hier aber hoch. Würde ich sagen. Und dann kommen da halt die Fenster rein. Zack. Ich mache es erstmal so hoch hier überall. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier muss dann natürlich der Eingang hin. Das bedeutet, hier machen wir, ja, lassen wir Platz für den Eingang. Hier oben kommen dann nachher noch Balken drüber, damit das Ganze so ein bisschen Überhang hat quasi. Und hier hinten können wir dann wieder ganz normal. Ja, wobei machen wir Loch. Ich mache hier so. Und dann machen wir hier wieder zack, zack, zack. Und hier kommt dann auch wieder Fenster rein quasi. So würde ich das Ganze machen vielleicht. Und dann machen wir hier nämlich die Leiter nach oben. Und hier kommen dann wieder Fenster rein. Und jetzt ist die Frage, lassen wir das hier so, dass man hier so einfach reingucken kann, oder machen wir das auch wieder vorne? Ich glaube, wir machen es auch wieder vorne. Damit die Tiere hier auch mal ein bisschen Privatsphäre haben und nicht komplett angegafft werden. Dann machen wir hier so den Eingang, hier machen wir dann wieder so. Zack, zack, zack. Hier zwischen kommt natürlich dann auch wieder so eine richtige Wand. So. Und hier dann wieder. Okay, wir haben keine davon mehr, gut. Dann mache ich hier mal kurz die beiden hier, da kommen sowieso nachher Zauntore rein. Dann machen wir das so. Ja, und eigentlich reicht das auch schon. Dann könnten wir hier oben natürlich noch eine Reihe machen mit irgendwelchen Blöcken, zum Beispiel hier mit diesen Trapdoors, dass man diese umklappt vielleicht. Das mache ich dann aber später. Also wir machen das Ganze auf jeden Fall 4 hoch, 4 Blöcke. Und ich merke schon, dass das Ganze, ich habe so lange gefarmt dafür und so lange dauert es, bis die Bäume wachsen und wir können damit einfach kaum was bauen. Das ist schon traurig. Naja, so, wir machen das dann auf jeden Fall hier so, einmal noch rüber. Und dann machen wir hier im Endeffekt so eine Halbstein. Decke drauf im Endeffekt. Jetzt nur die Frage, wie komme ich da rüber? So. Zack, zack, zack. Und jetzt machen wir hier quasi Halbsteine hin, beziehungsweise machen halt ganze Balken dahin, wo sie halt theoretisch Sinn machen. Also hier zum Beispiel. Und das reicht halt perfekt. Das ist natürlich gut geplant hier. So. Dann brauchen wir jetzt noch ein paar Halbsteine. Und so weit sind wir echt gar nicht gekommen eigentlich. Naja, egal. So, ich mache nochmal ein paar davon und den Rest Halbsteine. Ich glaube, die Halbsteine reichen echt nicht. Habe ich hier vielleicht noch irgendwie irgendwas, was ich nehmen kann? Nee. Wir haben auch noch die ganzen Trapdoors von hier. Die könnte ich eigentlich auch zur Not für die Decke benutzen, oder? Soll ich da einfach Trapdoors hinpacken? Eigentlich möchte ich, dass man nach vorbei. Wir könnten das auch weglassen und dann hier so ein flaches Dach hin machen. Und dann machen wir es so, dass man hier halt dadurch quasi ans Heu kommt. Also dass dann hier oben Heu ist und dann kann man halt diese Luken aufmachen und kommt dann daran. Ja, wobei ist eigentlich auch uncool, oder? Ah, wir haben auf jeden Fall Holzmangel hier, obwohl da hinten einfach so ein Wald ist, aber das ist immer so weit zu laufen und da bin ich zu faul zu. Deswegen. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt auch dunkles Holz, also richtig dunkles Holz von den Oakwood-Bäumen.
Dann ist jetzt halt die Frage, machen wir das Ganze nach hier offen oder nach hier offen? Eigentlich wäre nach hierhin, glaube ich, smarter. Allein schon, weil da die Leiter ist. Würde ich dann auch dementsprechend mal machen. Gucken, wie das dann aussieht. So. Dann machen wir hier nämlich erstmal noch so, zack. Dann dagegen. Den hier wieder abessen. So, zack. Den hier oben drauf wieder. Ich glaube, das würde ganz okay aussehen, tatsächlich. Jetzt brauchen wir natürlich nur sehr viel mehr Holz. Und ich leuchte hier oben aus, nicht dass hier was spawnt. So, zack, zack, zack. Jetzt müsste hier eigentlich nichts mehr spawnen. Und dann können wir halt hier, wie gesagt, den Eingang und so weiter machen. Hier könnte man dann tatsächlich vielleicht so einen kleinen Bogen machen. Ist, glaube ich, auch ganz cool. Denn das könnte man eigentlich auch hier vorne machen, also dass man hier vielleicht sowas baut. Das könnte man eigentlich drumherum einmal machen, aber wobei hier würde das vielleicht nicht so gut aussehen. Ich lasse das, glaube ich, dann nur hier einfach. Dann kann man hier halt schon reingehen. Da oben hatte man das Heu und dann kann man hier auch hochgehen. Und dann in diese Richtung geht das auf, weil dann könnte man nämlich hier vielleicht einen Kran hinstellen. So einen kleinen, der das Ganze dann immer hochzieht. Oder hier vielleicht viel besser. So, weil das würde ja keinen Sinn machen, wenn wir das Heu erstmal ins Gehege von den Tieren bringen und das dann mit dem Kran hochziehen. Das wäre ein bisschen komisch. Entsprechend würde ich das schon so lassen. Und hier ist auf jeden Fall schon was gespawnt. Ach, ich habe diese ganze Seite ja vergessen. Ach du Kacke. Okay. Also war auf jeden Fall ein guter Test. Jetzt weiß ich, dass hier die ganze Seite noch offen ist. Sagen wir gehen jetzt einmal kurz schnell pennen. So. Und dann muss ich ja eigentlich wieder auf die Dings warten, ne? Auf die Bäume, damit wir weiterbauen können, was natürlich doof ist. Ja, ich glaube, ich habe ja auch noch ein paar Steine, die noch brennen müssen. Ja, die können wir auch schon mal nehmen. Wir könnten eigentlich sonst noch die Mauer weiterbauen, wobei das auch langweilig ist. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier vorne erstmal was. Und zwar, wo ist das Skelett da unten? Zack. Nehmen wir uns nochmal den Knochen hier. Und mit Knochen hat es tatsächlich zu tun, denn ich möchte hier vorne so einen kleinen, so eine Gedenkstätte machen. Denn, jetzt ist es traurig, gestern musste leider unser Hund eingeschläfert werden, was nicht so geil ist, jetzt gedacht. War im Endeffekt, glaube ich, besser für den Hund, weil, keine Ahnung, die war halt schon krank und ganz alt und so weiter. Und ja, keine Ahnung. Ist natürlich auch scheiße, wenn man dann irgendwie so eine Altersschwäche irgendwann stirbt oder beziehungsweise sie hat halt Tumore überall. Und man konnte sie halt nicht röntgen, denn Hunde muss man halt, wenn sie geröntgt werden, nicht einschläfern, hier Narkose machen, und das hat sie wahrscheinlich nicht mehr überlebt, weil sie halt schon krass alt war. Ja, keine Ahnung, es ist halt, also meine Mutter meinte dann so, dass halt zum Beispiel scheiße, wenn sie halt irgendwann dann tatsächlich nicht mehr atmen kann oder so, weil ein Tumor dagegen drückt, und dann ist sie alleine hier und stirbt und muss irgendwie, keine Ahnung, ist so hilflos und das ist alles scheiße, und deswegen haben wir sie lieber eingeschläfert. Was natürlich scheiße ist trotzdem, weil war schon ein cooler Hund. Man hat ihn ja sogar manchmal in den Aufnahmen gehört, also. Ne, ihr kennt sie ja auch quasi. Ne, und ach, ich will eigentlich nicht darüber reden so unbedingt. Es zieht auch so ein bisschen die Stimmung, glaube ich, runter, und deswegen. Aber auf jeden Fall soll da halt so eine Gedenkstätte hin. Da will ich so einen Knochen hinbauen und die Hunde da hinsetzen und ein paar Blümchen und so weiter. Ist, glaube ich, ganz cool. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auch Haustiere habt. An der Stelle auch, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, vielleicht mal, weiß nicht, irgendein Hashtag von euren Haustieren oder sowas. Wäre, glaube ich, ganz cool. Ja, aber auf jeden Fall soll da so eine Art Gedenkstätte hin. Und ich würde sagen, das bauen wir jetzt einfach mal. Ja. Ne? Jetzt habe ich hier auch noch so viele Hunde. Wir könnten da auch so ein Hundehäuschen noch hinbauen. Das wäre eigentlich auch ganz witzig, glaube ich. Und was wir noch brauchen, ist Cobblestone auf jeden Fall. Dann machen wir nämlich so einen Sockel. Und ich will da halt so einen Knochen dann hin tun. Einfach so einen großen Knochen. Deswegen habe ich auch Quarz geholt. Sieht, glaube ich, ganz cool aus. So. Habe ich nämlich eben dran gedacht, als das Skelett hier wir gekillt haben. Und ich finde auch, der Platz passt da relativ gut für. Und was soll ich da sonst hinstellen, ne? Das wäre vielleicht eine coole Idee. So, aber als erstes müssen wir da erstmal so eine Mauer drumherum machen, auf jeden Fall. Ja, wir brauchen natürlich noch mehr Steine. So, die holen wir uns mal schnell hier. Also so eine Mauer, wie wir es hier halt gebaut haben, soll da im Endeffekt auch hin. Dann haben wir hier noch ein paar Steinchen davon und hier auch noch. So. Und dann warten wir halt noch ein bisschen, bis hier mal ein paar Bäume wachsen, weil wir brauchen einfach echt das Holz. Und die wachsen so langsam. Ich mache sonst auch erstmal noch das Blumenbeet da und so. Ja, aber jetzt machen wir erstmal die Mauer drumrum. Ich würde die vielleicht so, zack, zack. Dann hier vielleicht nochmal irgendwie, hier nochmal so einen Stein hin. Und dann machen wir die bis hier hin, würde ich sagen. So, zack. Also ich mache die jetzt erstmal nur mit ganzen Blöcken. Das können wir dann später noch ein bisschen austauschen. Wobei ich das jetzt auch vielleicht schon mal ein bisschen mache. Den hier vielleicht weg, aber ich habe keine Spitzhacke mehr. So, machen wir so. Da kommt noch einer hin, dann hier vielleicht noch mal einen so dahinter versteckt. Hier so einen. Da dann wieder einen.
Dann können wir dagegen einen platzieren. Es ist tatsächlich echt einfach nur immer random irgendwas hinpacken und gucken, ob es gut aussieht. Mehr ist das nicht. Also falls ihr euch fragt, wie ich das immer mache, ich muss einfach irgendwie... ja, das für so Leute, es wird schon irgendwie gut aussehen. Und wenn es nicht gut aussieht, dann kann ich es ja wieder abbauen. Das ist ja das Schöne an Minecraft. So, ich mache den, glaube ich, wieder weg. Da so einen. Da könnte man hier vielleicht mal sowas machen. Ein bisschen was anderes. Und dann hier muss natürlich Dirt hin. Ich habe kein Dirt dabei. Uff, das ist natürlich jetzt belassen. Stelle ich den mal da hin. Den Baum pflanzen wir mal hier hin. Vielleicht wächst er da besser. Den hier. Och, die wachsen echt so langsam. Das ist echt schlimm. So, und dann würde ich sagen, ist hier ungefähr die Mitte. Hier machen wir dann einfach so ein, ja, so ein Dingsbums drauf. Und dann habe ich noch... Ja, hier die Dinger brauche ich. So was... Ich mach's mal so. Ich guck mal, ob das denn im Endeffekt gut aussieht. Können wir uns mal anschauen. Und ich habe jetzt überlegt, dass man halt hier so Halbsteine macht. Zack. Und dann schnappen wir uns diese Dinger hier und platzieren die da so gegen. Das sieht ja einigermaßen aus wie ein Knochen. Wenn man das vielleicht auch so machen könnte. Zack. Und vielleicht von hier auf der anderen Seite irgendwie. Ich mach den mal kurz weg. Dann können wir hier besser bauen. So, mal gucken. Wie sieht denn die Seite aus? Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Ich mach sonst das hier gleich doch noch weg. So. Zack, da unter und dann hier und dann da oben gegen und da unter. Und ich würde sagen, das sieht doch schon mal richtig gut aus wie ein Knochen. Jetzt halt die Frage, lass mir den so schweben, das sieht wahrscheinlich komisch aus, ne? Ich mach dahinter einfach mal so eine Art Halterung. So. Das müsste eigentlich passen, oder? Ich glaube, das kann man so lassen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus tatsächlich, ich bin echt zufrieden damit. Das sah in meinem Kopf nicht ganz so geil aus, wie es jetzt im Endeffekt doch geworden ist. Ich würde sagen, wir machen hier hinten aber noch ein paar Blöcke davon weg, weil das sah einfach zu viel nach Cobblestone aus. Und dann den da noch auf, zack. Da könnte man hier vielleicht so ein bisschen Cobblestone, aber halt nicht mehr so viel. So, dahinter nochmal, da platzieren wir einen drauf, da platzieren wir einen drauf, da platzieren wir so einen hin. Den hier hinten vielleicht. Machen wir auch noch einen drauf. Ja, ich würde sagen, so kann man das schon fast lassen. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt nochmal, mache ich eigentlich auch nochmal, wir haben ja noch genug Cleanstone. Stehen wir hier hin. Können wir nämlich hier auch noch ein paar davon bauen. Zack, und die nehmen wir dann auch nochmal und platzieren, ja, ich weiß nicht, hier oben vielleicht nochmal einen hin. Und hier drauf könnte man eigentlich so Andesit-Halbsteine machen. Davon habe ich auch gar nicht so viele benutzt bisher. So, die können wir dann dahin stellen, dann kommt hier nochmal so eine Mauer hin. Und hier vielleicht sowas hier. Da drauf können wir sowas platzieren und dann kommt hier in die Ecke wieder so eine Cobblestone-Mauer. Oder so eine Cobblestone-Treppe vielmehr und da oben drauf eine Mauer. Ich glaube, das sieht so cool aus. Ich glaube, ja, so können wir das lassen. Hier oben vielleicht nochmal so eine Mauer drauf und hier ein Halbstein. Dann hier vor vielleicht eine Treppe mit Andesit und einer Mauer. Und ich würde sagen, so bin ich zufrieden damit. Jetzt halt die Frage, wie wir das dekorieren. Also, ich würde sagen, das könnte auch so fast schon so ein Grab sein. Irgendwie, uff, ganz schön dunkel hier. Ich würde sagen, wir machen hier oben einfach einen großen Baum hin. Und daneben noch vielleicht klein oder sowas. Nehmen wir hier so ein. Sagen, den stellen wir dann. Ach, wobei, Bäume. Es ist schwierig, sowas zu bauen tatsächlich. Ich würde sagen, wir machen da einfach ein paar Blümchen hin. Vielleicht ein bisschen Wasser. Dann passt das schon. Können wir nämlich hier vorne vielleicht so ein bisschen Wasser machen. So. Können wir nämlich das hier nochmal wegklatschen. Hier kommt dann wieder so einer hin und da machen wir dann einfach Andesit vielleicht hin. So, also hier Andesit und da wieder sowas. Dann ist hier so ein kleiner See einfach. Ist, glaube ich, schon nett und dann hier halt so ein bisschen Vegetation. Und hier können wir dann vielleicht auch einen großen Baum hinsetzen. Hier so hin. Also da so. Dann machen wir noch eine Rose. Stellen wir da oben drauf. Und davor kommt dann halt ein Setzling, den wir uns jetzt mal schnappen müssen. Und Wassereimer brauche ich auch noch. Und diese Bäume wachsen einfach nicht. Das ist echt furchtbar. So, zack, zack, zack. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen das da. Wir brauchen so ein paar Büsche. Kann auch nicht schaden. Und danach machen wir auf jeden Fall hier noch das Blumenbeet, das, wo wir das Zeug halt anbauen. Und ich würde sagen, die Knochen, den lassen wir auch gleich irgendwo hier. So. Zack, Kobbala. Ich würde sagen, wir stellen da dann einfach so eine Kiste hin nochmal. Wo wir dann die Knochen reinstellen. So, stehen wir da in die Ecke. Zack, Knochen rein. Oder ich lege den mal in die Mitte. Sieht, glaube ich, ein bisschen cooler aus. Und dann müssen wir jetzt noch warten, bis der groß ist. Dann stellen wir hier noch ein paar Gebüsche hin. Wird, glaube ich, ganz nett aussehen. Dann hier noch ein bisschen Zuckerrohr. Zack. Ne, davon mache ich, glaube ich, keinen hin.
Und dann könnten wir da jetzt halt einfach nochmal einen Weg hinbauen, vielleicht so ein bisschen. So, müsste, glaube ich, reichen. Vielleicht hier nochmal einen hin. Was könnte man denn hier noch hinsetzen? Ich glaube, wenn der gewachsen ist, dann setze ich hier noch eine Laterne hin auf jeden Fall. Oder zwei, hier vielleicht eine. Ich kann das eigentlich schon mal markieren. Okay, ich habe nur einen davon. Dann machen wir hier auf jeden Fall eine Laterne und hier vielleicht auch noch. Und dann wird das schon gut aussehen. Jetzt habe ich noch Fackeln. Ich habe noch Fackeln. Muss dann natürlich wieder hin. Denn ich leuchte hier erstmal so ein bisschen aus. Jetzt halt die Frage, man könnte hier natürlich auch noch so eine Mauer bauen. Oder ob hier vielleicht einfach so auch Gebüsch ein bisschen cooler wäre, also so Hecke halt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier vorne noch ein bisschen das Anbaufeld, so gesagt. Und dafür machen wir erstmal noch eine kleine Mauer. Und zwar ziehen wir hier eine Mauer entlang, würde ich sagen. Hier oben irgendwie. Oder man könnte dafür eigentlich auch wieder Leaves nehmen. Ich glaube, ich nehme Leaves dafür. Das wäre, glaube ich, ein bisschen cooler. So, wir haben ja sogar noch ein paar. Und die machen wir dann hier einmal drumrum, damit wir das hier so ein bisschen hübscher haben halt einfach. Und hier kommt dann vielleicht auch nochmal ein Dirtblock hin. Ja, ich habe Dirt. So. Zack, zack, zack. Hier einmal drumherum. Und dann jetzt halt die Frage, wie wir das hier vorne machen. Also hier ist ja Auslauf auf jeden Fall. Man könnte das halt so ein bisschen anpassen. Na, wobei, das sieht scheiße aus irgendwie hier gerade. Ich mache sonst einfach hier die Zäune noch ein bisschen bis nach da. Sollte dann, denke ich mal, passen. Und dann machen wir hier einfach so eine dickere Hecke hin und da geht das dann rein im Endeffekt. Ich glaube, das geht. Man könnte das an sich auch nochmal hier so ein bisschen größer machen hin und wieder. So vielleicht. Und dann hier nochmal. Ich glaube, das sieht so ganz cool aus. Denn hier vorne könnte man es auch nochmal ein bisschen machen vielleicht. Aber halt nicht zu übertreiben. Ich denke, ja, so reicht das auf jeden Fall. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Wasser hin, was dann so in alle Richtungen so ein bisschen geht. Und da kann man dann halt Sachen anbauen. Sagen wir, machen dann hier in der Mitte so einen etwas größeren Teich. So würde ich sagen. Wobei, dann könnte man den noch wegmachen und den hier. Dann waren wir dann das Wasser, da haben wir es. So, das war natürlich richtig gut platziert. Wo ist denn das jetzt hin? Da soll das hin. So. Können wir nämlich hier wieder alles unendlich machen. Jetzt halt die Frage, soll ich den See wieder zumachen mit Trapdoors oder soll ich den offen behalten? Ich glaube, ich mache den. Nein, ich lasse ihn, glaube ich, tatsächlich offen mal. So. Dann machen wir das Ganze bis hier. Den nochmal weg. Weil dann können wir nämlich hier drumherum überall perfekt anbauen. Den hier mache ich dann bis hier. So. Und dann, ja, ich würde sagen, wir klatschen das echt gleich alles zu mit Trapdoors. Wenn wir genug Trapdoors hätten. Oder wenn wir nachher welche haben. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen cooler. Einfach damit man nicht immer reinfällt, wenn man hier irgendwelche Sachen anbauen will, abbauen will, was auch immer. So. Dann zeige ich euch mal gleich, wie ich das dann immer so mache. Wenn ich die Blöcke treffen würde, so. Dann gehen wir jetzt nochmal schnell schlafen und danach werde ich dann das Ganze hier mal ein bisschen hübsch machen. So, ich würde tatsächlich sagen, wir bauen hier doch nochmal einen Baum hin. Und so mache ich den mal hier hin. Und da wieder den Trick, dass es halt ein großer Baum wird. Und ich hoffe, der wird gut aussehen. Ich hoffe, er wird, ja, oha, der ist ja richtig gut geworden tatsächlich. Der sieht doch mal nice aus. So, und dann mache ich hier mal den Rest, wie gesagt, zu. Mit Trapdoors, dann müssen wir hier einmal drum herum gehen. Aber ich habe gar nicht mehr so viel. Okay, ich mache jetzt erstmal nur die wichtigen Stellen daneben zu. Ich dachte schon, das wird reichen, aber hat's ja gar nicht. Unlucky. So, und dann zeige ich euch mal, wie ich halt so hübsche Felder mache. Oder ich finde sie zumindest hübsch, ne? Wir können es eigentlich auch so lassen, das sieht eigentlich auch ganz nett aus. So, und zwar, dafür brauche ich. Ich brauche natürlich Weizen, ich brauche alles Mögliche, was man halt anbauen kann, einfach. So, was haben wir denn noch nicht, was wir anbauen? Ich glaube, ich habe jetzt alles. Und dann natürlich, also das erste, was ich hier mal mache, ist erstmal drumrum haken. Und dabei zähle ich auch nicht die Blöcke, ich mache es einfach so weit, wie es geht. Und hoffe, es laggt schon wieder so ein bisschen komisch irgendwie. So. Oder liegt das irgendwo daran, dass ich hake oder so? Keine Ahnung. Also ich mache jetzt hier erstmal drumrum auf jeden Fall alles voll mit Haken und dann da, wo es sonst nicht geht, da wird der Ackerboden ja auch wieder verschwinden. Ich mache es erstmal drumrum überall. So. Und das nächste, was wir uns dann mal anschauen werden. Ich überlege auch gerade, ich glaube, ich mache hier erstmal den Weg tatsächlich. Weil der Weg ist natürlich hier auch so ein bisschen wichtig. Ich würde sagen, der geht dann so bis hier. So, den hier mache ich mal weg. Und dann hier so vielleicht. Ja, ich denke, so kann man den auf jeden Fall lassen. Und das bedeutet, dass wir halt hier drumherum dann haken können. So. Den hier vorne natürlich auch noch so ein bisschen. Zack. Ich würde sagen, das reicht dann auch. So, und das erste ist natürlich, oder das Wichtigste ist natürlich, dass wir Zuckerrohr platzieren, denn das Zuckerrohr sieht erstmal sehr viel cooler aus als das meiste andere. Und das Zuckerrohr kann auch nur direkt am Wasser platziert werden.
Das bedeutet, ihr lauft jetzt einmal einfach dicht am Wasser entlang und guckt, wo man halt Zuckerrohr platzieren kann, wo das vielleicht cooler aussieht. Und da platziert ihr das dann hin. Ich mache da meistens mehrere Vorkommen, also nicht nur so einen Haufen, wo die dann halt alle sind oder eine Seite, sondern überall so ein bisschen. Mal einzelne, mal zwei nebeneinander. Und ich würde sagen, hier machen wir auch nochmal einen hin. So, wenn das irgendwann mal weggeht hier. So, wunderbar. So, das nächste, was ich dann mache, ist, ich schnapp mir die Sachen, die man halt, wofür man mehrere Blöcke braucht, also zum Beispiel Melonen und Kürbis, die brauchen ja mehrere Blöcke nebeneinander Platz. Und die platziere ich dann erstmal. Und das Dumme ist, dass man die halt kaum sieht. Das bedeutet, ich nehme dann meistens noch Bohnenmehl und mache die schon mal ein bisschen größer, damit man sie halt überhaupt sehen kann. Und davon platziere ich allerdings nicht so viele insgesamt, sondern irgendwie, weiß nicht, fünf Stück pro Pflanze. Also jetzt hätten wir hier zum Beispiel schon drei. Mache ich hier vielleicht nochmal eine irgendwo hin. So. Und da ist sogar direkt eine gekommen. Und fünf. Das müsste auf jeden Fall reichen. Und Kürbis mache ich jetzt nochmal ein bisschen weniger. Brauche ich mal drei Stück von vielleicht. Also eins, zwei hier hinten. Und dann halt, wie gesagt, schön aufteilen, damit das halt möglichst überall so ein bisschen orange dann im Endeffekt wird. So. Und das würde ich sagen, reicht dann schon mal. Das nächste, was wir jetzt einfach machen, ist, wir platzieren erstmal überall so ein paar Weizenkörner. So, zack, da lauft ihr einfach rum und einmal in jede Richtung halten, so ungefähr. Und dann schnell laufen allerdings, nicht, dass hier alles schon voll wird. So, würde ich sagen, könnten wir das schon mal lassen. Und dann nehmen wir uns nochmal, wie heißt das Zeug? Kartoffeln. Und gehen dann noch rum und gucken dann aber, dass wir halt nicht irgendwie die Baurichtung von Melonen oder so kaputt machen. Das bedeutet, hier vorne jetzt zum Beispiel, die könnte ja nur hier hinkommen oder dahin kommen. Das bedeutet, einen davon lassen wir auf jeden Fall frei, damit halt, wie gesagt, hier überhaupt was wachsen kann. Weil einfach nur so sehen die Pflanzen auch ein bisschen komisch aus. So, und was ich dann auch noch mache, ist hin und wieder einfach mal einen Platz freilassen. Einfach so, weil nicht überall dann halt irgendwie Saat hingekommen ist oder sowas. Ist, glaube ich, auch ganz witzig. Und hier zum Beispiel den hier würde ich am liebsten nach hinten wachsen lassen. Das bedeutet, ich platziere drumherum nochmal was. Einfach damit man hier nicht so direkt so eine Blockade im Weg hat. Und ich würde sagen, so reicht das eigentlich schon. Ich mache hier nochmal ein bisschen was hin. Und dann kann man drumherum natürlich an den Seiten noch so ein bisschen Gebüsch machen. Das können wir eigentlich hier sogar gut hinmachen. Also ich mit Gebüsch meine ich immer hier diese Beeren. Wobei hier hinten, glaube ich, auch nichts wachsen wird. Dann mache ich den davor auch nochmal einfach kaputt. So, hier springe ich auch nochmal drauf. Ist eigentlich immer ganz nice. Und auch dieses Gebüsch können wir dann halt hier zum Beispiel nochmal platzieren. Halt überall, wo so mehrere Hecken so aufeinander sind, wie heißen die Dinger? Mehrere Blattblöcke oder Blätter, da können wir dann halt ganz gut nochmal diese Beeren noch dazu machen, weil die halt irgendwie, weiß nicht, ich finde, die passen da ziemlich gut zu. Könnte man dann zum Beispiel hier oben auch machen, aber hier mache ich später irgendwas anderes vielleicht hin. So, ansonsten könnte man hier auf dem Weg auch noch ein bisschen Gras machen, wobei ich das immer so ein bisschen viel finde. Ja, eigentlich könnten wir hier zwischen erstmal was machen. Ist jetzt halt tatsächlich die Frage, was wir hier hin machen. Ich mache meistens, wenn ich so Heckenplätze habe, mache ich da irgendwelche Muster rein mit Blumen und das würde ich sagen, machen wir dann hier auch einfach mal. Wobei man da natürlich auch wieder gucken muss, dass die Blumen einigermaßen zusammenpassen. Also ich habe jetzt hier Rot und Weiß zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach so ein Karo-Muster. Das bedeutet hier, zack, zack, zack. Immer diagonal. Platzieren wir dann hier die Weißen erstmal. So, und dann hier nochmal. Jetzt halt die Frage, ob meine Roten dafür überhaupt ausreichen. Die können wir nämlich dann einfach immer abwechseln. So. Wobei man dann auch in der Mitte was freilassen könnte. Ich mache das mal so. So, und dann kommt hier wieder was. Nee, ja doch, hier kommt dann wieder was hin. Und jetzt haben wir noch drei über. Ich platziere die einfach irgendwo rein. Scheißegal. So, wird schon passen. Ja, wobei den hier können wir vielleicht noch darstellen. Und dann platzieren wir hier noch so ein paar Blümchen rein. Einfach damit hier alles voll wird. Aber so, dass man so ein bisschen Muster vielleicht erkennt oder hat. Ist, glaube ich, immer ganz gut. Obwohl wir natürlich mit Abstand hier wieder nicht genug Blumen haben. Aber ihr habt natürlich genug Blumen, dann könnt ihr das natürlich machen. Ich habe übrigens schon mal ein Tutorial gemacht zu einer automatischen Blumenfarm an der Stelle. Falls ihr euch das mal anschauen wollt. So. Und dann würde ich sagen, machen wir hier den Weg halt noch ein bisschen weiter. Der geht natürlich erstmal hier zur Tür. Aber dann hier auch noch außen entlang. Und dann kommt hier, wie gesagt, irgendwie so ein Grill vielleicht hin. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Und dann hier vielleicht so eine Sitzecke tatsächlich. Dann kann man hier so sitzen. Man hat hier sein Wasser. Und da machen wir jetzt nochmal ein paar Lilipads drauf. Zack, zack. Und Zuckerrohr können wir natürlich drumherum stellen. Und ich würde sagen, wir machen das so. Und dann hier vielleicht nochmal einen hin. Dann platzieren wir hier so ein bisschen mit Zuckerrohr. Hier auch nochmal einen. Hier vielleicht nochmal zwei nebeneinander. Und hier auch nochmal eins. Das sieht eigentlich ziemlich nice aus tatsächlich. Und wir brauchen natürlich Bohnenmehl. Dann können wir nämlich hier unten so ein bisschen Seegras hinmachen. Das ist natürlich auch immer cool. Wäre natürlich cooler, wenn wir jetzt auch Seegurken hätten und so. Die machen dann ja Licht. Aber wir haben ja leider noch keinen Korallenriff gefunden.
Und was man dann natürlich überall machen kann, wo man halt nicht so oft ist. Also hier zum Beispiel, das ist ja mehr so ein bisschen ab vom Weg. Da kann man dann natürlich wieder Unkraut hinmachen, weil Unkraut ist ja meistens da, wo man halt nicht jeden Tag rüberläuft. Und was man da noch auch machen könnte, ist tatsächlich große Bäume hinstellen. Aber ich habe jetzt keine Blümchen mehr. Dann lassen wir das auch. Ah, wir haben noch Sonnenblumen sogar. Wo könnte ich die denn mal hinstellen? In welche Richtung gehen die? Habe ich die hier irgendwie? Okay, die gehen. Dann könnte man die auf jeden Fall hier neben einmal ein bisschen bauen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und ja, wir finden schon noch irgendwas, wo wir die hinstellen können, oder? Man könnte die auch hier zu dem großen Knochen stellen, tatsächlich. So ein paar. Achso, und ich habe jetzt hier Bodenmehl, dann können wir den ja mal groß machen. Okay, das hat schon mal nicht gereicht. Machen wir nochmal ein bisschen mehr. Wir haben es ja. Uiuiui, das ist doch mal ein majestätisch großer Baum. Das ist echt ein riesengroßer Baum. Krass. So, ich würde sagen, hier in der Ecke machen wir dann nochmal ein bisschen Unkraut. Aber hier natürlich den Weg dahin lassen wir. Hier nochmal ein bisschen. Oh, das ist alles so viel. So, ganz so viel soll es ja natürlich nicht sein. Soll ja hier auch noch ein bisschen gepflegt aussehen. So, hier können wir dann noch ein bisschen was reinmachen. Das sieht sogar vielleicht gar nicht so schlecht aus. Ich lasse das mal so, denke ich. Ja, so ist das doch schön. Jetzt haben wir sogar noch mal genug Blumen, um da hinten noch vielleicht einen großen Baum hinzusetzen. An sich, ich glaube, ich muss hier mal ein paar mehr Bäume hin platzieren, weil es sieht sonst ein bisschen leer aus. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie lange die Folge geht. Ich glaube, die geht schon wieder komplett krank lange. Aber es dauert halt immer so lange, um die Welt so zu verschönern, tatsächlich. Also es ist, weiß nicht, es dauert halt einfach alles. Ich habe auch tatsächlich überlegt, das Ganze mal zu livestreamen. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Also, ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich bin mir halt nicht so ganz sicher dabei. Irgendwie. Ja, aber Minecraft ist halt so ein Spiel, was man übel viel spielen kann tatsächlich und halt auch eigentlich immer was zu tun hat. Und ich meine, ich baue jetzt hier schon wieder seit, die Aufnahme geht schon wieder über eine Stunde, baue ich ja hier im Endeffekt und habe noch nicht so viel geschafft. Also ich habe natürlich den ganzen Garten schon gemacht, aber so richtig insane ist das ja natürlich noch nicht, was wir geschafft haben. Und ich mache hier nochmal ein paar verschiedene Bäume hin tatsächlich, weil das hier einfach mal ein bisschen bunter sein sollte. Und so sieht das doch ganz gut aus, die beiden Bäume da verbinden sich sogar. Könnte man hier vielleicht nochmal so einen ganz normalen hinstellen. Der natürlich auch wieder groß geworden ist, das ist natürlich richtig geil. Und da platzieren wir dann nochmal so einen hin. Der hält dann auch so ein bisschen das Zuckerrohr klein. Ist, glaube ich, auch ganz witzig. Jetzt müsste man natürlich hier nochmal irgendwie eigentlich einen hinstellen. Weil das hier sonst so löchrig aussieht. Stehe ich da nochmal vielleicht einen hin. Ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Dann hat man hier, wie gesagt, so ein bisschen Sichtschutz. Wenn man da irgendwas, weiß nicht, machen möchte oder so. Keine Ahnung. Und ansonsten würde ich sonst sagen... Also hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen ausgeleuchtet werden. Zack. Da vielleicht doch nochmal einen hin. Ich glaube, so sieht das ganz cool aus. Und diese Bäume, die wachsen einfach nicht. Also wie lange stehen die jetzt hier schon? Also bestimmt seit einer halben Stunde und es passiert einfach gar nichts. Ja, ich würde sonst sagen, ich weiß jetzt echt nicht, wie lange ich geredet habe. Ich glaube, auf jeden Fall lange genug. Ja, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt sonst einfach mal Hashtag Hund in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, ihr konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Und irgendwann werden wir das Ganze hier schon noch ein bisschen schöner bauen. Aber für das erste Mal seit das jetzt... Wir haben eigentlich doch relativ viel geschafft, tatsächlich. Also ich meine, der Stall ist ja quasi fertig, ne? Hier, das Blumenbeet ist natürlich fertig. Das Anbaubeet hier ist fertig. Wir haben den See gebaut. Ich habe hier übrigens auch eben, als ich auf die Bäume gewartet habe, die Reling gebaut. Die, wie nennt man das denn? Das Geländer gebaut von der Treppe hier. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, war natürlich wieder ätzend mit den Dirtblöcken, die man sich da entlang platzieren musste. Aber ich denke, das ist soweit schon mal alles cool. Und ja, auch das hier ist, finde ich, ziemlich gut geworden. Finde ich cool. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einer nächsten Folge oder bei der nächsten Folge. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, Hashtag Haustier oder nee, Hashtag Hund habe ich gesagt, Hashtag Hund. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.